Das Seil ist für uns Alpinkletterer extrem wichtig und deswegen ist der sorgsame Gebrauch und das sorgsame Handling von großer Bedeutung. Ganz wichtig ist für das Seil, dass es nicht krankelt. Und deshalb muss man vor allem beim Aufnehmen, beim Aufschießen gut achten darauf, dass man keine Drehungen hineinbekommt. Das Seil aufnehmen selber kann man entweder von der Mitte, da ist es gut, wenn man eine Mittelmarkierung hat, oder von den beiden Enden her oder überhaupt von einem Ende. Beim Aufschießen oder Aufnehmen selber achtet man eben schon, wie gesagt, darauf, dass man keine Krangel hineinbekommt, dadurch, dass man immer einmal von der linken und einmal von der rechten Seite das Seil aufnimmt und so eine Seilpuppe bekommt. Okay, man nimmt das Seil auf, bis man ungefähr 1,5 Meter noch Restseil hat. Dann wickelt man das rund um das Seil herum, so in kleinen Windungen, zieht das auch immer schön fest. Und dann kann man zum Schluss oben durchfahren durch das Auge und mit der entstehenden Schlaufe noch einmal auch den oberen Teil des Seils fixieren. Meistens nimmt man aber das Seil von der Mitte auf. Es geht einfach schneller und wenn man es dann wieder verwendet, muss man es sowieso hinlegen und einmal durchziehen. Das hat einfach wieder den Grund, dass das Seil erstens kontrolliert ist und zweitens mit Sicherheit kein Knoten drinnen ist. Doppelt nehmen und in Schlingen aufnehmen. Zum Schluss wieder, wenn so rund 1,5–2 Meter übrig sind, fahrt man wieder in Schlingen rundherum, zieht das ordentlich fest und kann dann da fahren wir noch einmal rum und dann da rausfahren. So hat man dann ein Seil, das man gut im Rucksack verpacken kann oder drüberlegen kann, ohne dass es sich wieder löst.